Ich dachte, wir könnten dieses Jahr mal wieder nach Südafrika fahren. In die Lombodo Lodge. Was meinst du? Ja, wie wär's, wenn wir zur Abwechslung einfach mal hier bleiben würden? Ich meine, wir leben in dieser Stadt und kennen sie kaum. Hast du Fieber? Nein, aber ist doch egal, wo wir Urlaub machen. Hauptsache, wir haben uns. Das können wir heute Abend auch haben, gleich jetzt, wenn du magst. Das geht leider nicht. Ich muss heute den Balzer treffen. Oder New York. Schnabel, Warhol, Herring. Auf der anderen Seite haben wir die moderne Kunst jetzt direkt hier vor der Tür. Oder Südfrankreich. Frankreich würde ganz gut passen mit der Messe in Paris. Das Start-up stellt dort sein Konzept vor. Das würde ich mir ganz gerne anschauen. Ach, endlich entwickelt mal jemand Schuhe, auf denen man laufen kann. Findest du es nicht auch verdächtig, dass Großherzigkeit immer vor laufender Kamera zelebriert wird? Ich möchte übrigens 800.000 investieren. 800.000? Wofür? Für mein Start-up. Yeah. Ich rede mir den Hund fusselig und du hörst mir überhaupt zu. Das geht einfach nicht, Eva. Außerdem, mir fallen mindestens ein Dutzend Dinge ein, für die 800.000 dringend gebraucht werden. Charity zum Beispiel. Ah, hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, Sie zu sehen. Ihr Hütchen für den Abend sind voll. Dankeschön. Viel Spaß. Dankeschön. Ich bitte dich, das ziehen wir nicht an. Dieses Mal geht der Erlös der Spenden, die wir an diesem Abend einnehmen werden, an die Obdachlosen in unserer Stadt. Und diese Hütchen, die wir alle aufhaben, sollen uns an die Zeitung erinnern, die diesen armen Menschen da draußen in kalten Zeiten Schutz bieten. Ich bitte Sie, und das auch ganz persönlich, spenden Sie für diese Menschen. Vielen Dank, vielen Dank. Mit dem Geld, was hier verpulvert wird, könnte man die Obdachlosen von Berlin prima durch den Winter kriegen. Ach, das ist alles von Firmen gesponsert. Weil Sponsoring steuerlich vorteilhafter ist, 25% absetzbar. Also wird jeder vierte Drink vom Finanzamt bezahlt. Genau. Oh, da kommt mein Banker. Eva, bitte reiß dich zusammen. Frau Beitzer. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Beitzer. Schön, freut Sie wieder mich sehr. Guten Abend. Freut mich. Die Damen entschuldigen uns. Oh, mein Nacken. Schmerzen die Füße? Und wie? Das liegt daran, dass Ihre Schuhe nicht richtig konstruiert sind. Deswegen haben Sie Verspannungen im Schulter-Nackenbereich. Darf ich mal? Jetzt? Ja. Okay. Ah, darauf können nur Menschen mit optimalen Voraussetzungen laufen. Menschen wie ich. Alle anderen bekommen früher oder später Probleme. Die Lösung heißt Auftrittsdämpfung. In die Sohle werden hunderte von kleinen Lufttaschen gebaut, die wie ein Polster funktionieren. Und nicht nur das. Durch die instabile Konstruktion wird vermehrt Muskelaktivität beim Gehen provoziert. Positiver Nebeneffekt, straffe Gesäßmuskulatur. Gut, zaubern können die Sohlen natürlich nicht. Sie haben gar nichts zu trinken. Champagner oder Wein? Entschuldigung. Die chinesische Regierung hat die Einfuhr der... Bist du noch zu retten? Du hast der Frau meines Bankers gesagt, sie hat einen dicken Hintern? Stimmt doch gar nicht. Ich habe ihr nur von meinem Startup erzählt. Es ist aber nicht dein Startup. Keiner kennt sich so gut mit Schuhen aus wie ich. Ja, kein Wunder. Bei dir dreht sich ja auch alles nur um Shoppen. Das ist aber ein Zeitvertreib. Kein Business. Was ist denn los mit dir? Es geht immer nur um dich, oder? Hast du dich einmal gefragt, wie es mir geht? Wie geht es dir? Hör zu, Eva. Du bist keine Geschäftsfrau. Schlag dir das aus dem Kopf. Du hast auch keine Ahnung, was es bedeutet, was zu riskieren. Nur damit du Bescheid weißt, ich habe eben gezeichnet. Was? Was? Ich habe 800.000 in mein Startup investiert. Eva, nein, das geht nicht. Bist du wahnsinnig geworden? Sag mal, was genau ist eigentlich dein Problem? Du bist mein Problem. Dann sollten wir uns vielleicht scheiden lassen. Das sollten wir. Ihr verarscht mich doch, oder?
Leute, jetzt kriegt euch mal wieder ein. Sprecht euch aus. Macht eine Therapie. Vielleicht sollte jeder anfangen, den Fehler bei sich selber zu suchen. Ich habe gehört, das könnte helfen. Ich würde meine Fehler ja zugeben, wenn ich welche hätte. Also, ihr habt zwar einen Ehevertrag, aber... Pro forma wegen seiner Mutter. Ich bestehe auf die Einhaltung des Vertrages. Das kannst du nicht machen. Die Villa habe ich dir bereits überschrieben. Was? Du kannst sie natürlich auch verkaufen und davon leben. Soll das ein Witz sein? Also laut Vertrag kann er. Sag ihm, dass ich weiß, was er verdient hat und dass ich die Hälfte davon will. Frag sie, ob sie mich nur meines Geldes wegen geheiratet hat. Sag ihm, das war der Deal. Ich schön und frei, er reich und viel weg. Zerreiß diesen Wisch. Pepe. Pepe? Gesperrt. Na, ich habe denen gesagt, dass sie mir die Rechnung nach Hause schicken, aber... Ja, und jetzt? Ja. Ach so, ja, klar, ich mach das natürlich. Die Konten sind leer. Abgeräumt. Was? Was hat er denn das ganze Geld hingeschafft? Mir sagt er ja nichts. Panama. War er nicht letztes Jahr in Panama? Selbst gekocht. Das ist von deinem Lieblingsteil. Ich musste heute an so viel denken. Zum Beispiel an unsere Urlaube. Weißt du noch, der Rundflug über Miami? Ja, und dann die Bruchlandung auf dem Wasser. Aber ohne Kratzer. Und Afrika? Uns das wütende Nashorn fast den Jeep zerlegt hatte? Oder unser Urlaub auf den Philippinen, wo wir fast 3 Tage lang im Wandschrank hocken mussten, weil draußen der Taifun tobte? Melor, mit einer Windgeschwindigkeit von 185 Kilometer pro Stunde. 3 wundervolle Tage. Ja. Die haben alle Katastrophen überstanden. Könnten auch diese überstehen. Was ist eigentlich los? Unser Geld ist in Panama, stimmt's? Wo willst du jetzt hin, Rainer? Ich wohne ab jetzt bei Peter. Thank you.
hinbleiben? Stehen bleiben, das ist ein Hausfriedensbruch. Das ist meine Freundin, nur sie ist schwanger. Ihr macht das jetzt weg, und zwar sofort. Nö. TFMS 133. Sag mal, woher wollen Sie denn wissen, dass das unsere Karre ist, hä? Hey! Mann! Lass sie los! Ihr macht das jetzt weg. Sofort! Ah. Lass sie los! Hasi, mach das nicht. Mann, ich hab dir von Anfang an gesagt, das ist eine verdammt blöde Idee. Weitermachen. Einen Scheiß werde ich machen. Wissen Sie eigentlich, wie Ihr Mann hier seine ganze Kohle macht? Ja, den ganzen Saus und Braus, in dem Sie leben. Wissen Sie das? Das ist eine verdammt korrupte Heuschrecke, ist das. Das ist noch lang kein Grund für Vandalismus. Er ist so sauer auf Ihren Mann, weil er wegen ihm seine Arbeit verloren hat. Wir bekommen ein Baby. Ich hab kein Geld und er auch nicht. Mann, Hase, das schaffen wir schon irgendwie. Weißt du, wenn nicht, gehe ich einfach nach Wolfsburg ans Band. Ich brauche da immer Leute. Und wie soll das gehen? Ich sitze dann alleine zu Hause mit dem Kind und du bist in Wolfsburg, oder was? Das schaffen wir schon. Weißt du, diese ganzen Kapitalistenschweine, die können sich einfach alles erlauben. Reinhauen müsste man denen eine. Franz, Gewalt ist keine Lösung. Obwohl. Manchmal schon. Du bist ja immer noch hier. Warst du gar nicht im Büro? Wie das hier wieder aussieht. Gegessen hast du auch nichts? Eva ist nie vor 14 Uhr. Komisch, oder? Sie hat einfach keinen Hunger vor 14 Uhr. Es ist bereits nach 17 Uhr. So geht das nicht weiter, Rainer. Was soll das werden? Eine Jolle, der Pirat. Ein Vollholzsägeboot. Vorsicht, das ist zerbrechlich. Nicht nur Boote sind zerbrechlich, Rainer. Ruf sie an. Mich da einzusperren wie Vieh? Ich hab überall blaue Flecken. Hätte ich sie vielleicht vorne einsteigen lassen sollen? Das ist ja vielleicht glaubwürdig bei einer Entführung. Was war denn das mit dem Sack über den Kopf? Da waren doch überall Kameras. Hm. Wo ist mein Koffer? Haben Sie schon mal von einer Entführung gehört, wo jemand seinen Koffer mitnimmt? Ich kann Ihnen doch was leihen. Das sind ja nur 2 Tage. Für die Nummer ziehe ich dir 10% von deiner Gage ab. Machen Sie Ihre Scheißentführung noch alleine. Das ist doch Wahnsinn. Hör mal, wenn das so weitergeht, dann bleibt von deiner Gage gerade mal ein Apfel und ein Ei, wenn ich das jetzt mal so in deiner Bilderwelt. Habt ihr nicht gesagt, ihr habt ein Haus? Ja. Oh Gott, oh Gott. Total schön hier. Man kann auch im See schwimmen. Hat sogar Trinkwasserqualität. Ich schwimme nie in natürlichen Gewässern. Oh. Das ist zu schmal. Gibt's noch ein anderes Bett hier im Haus? Das ist extrem gemütlich und Franz hat's eigenhändig gebaut. Oh, das gibt's. Aua. Kannst du noch ein Stück Rückenhase? Mann, Franz, wieder mit dem Bauch. So I shall stay while you wander away from the warmth of my lips. Just try to forget my kiss. Pretend I don't exist. I don't think you could give any good reason why I should stay in your arms. So I think
You should try to forget how good it felt. Try not to reminisce. Try to forget my kiss. Pretend I don't exist. Morgen. Herr Balzer hat sich noch nicht gemeldet. Das wird er auch nicht mehr. Soll ich dann alle zusammentrommeln? Ja. Morgen! Na, Hüte schlafen? Klos hier! Dusche daneben. Hühnerkacke. Ja, die liegt hier überall. Der Franzer wollte eigentlich ein Gatter bauen, aber ist noch nicht dazu gekommen. Das ist ihr Hemd. Das ist jetzt rosé, aber sauber. Ich kann Frühstück machen? Ich esse nie vor 14 Uhr. Ach so. Ja, also Franz, der wollte eine richtige Toilette bauen. Aber er ist noch nicht zugekommen. Schreiben Sie, ich habe Ihre Frau entführt. Drei Millionen? Wir haben doch gesagt zwei. Preis ist gestiegen, Schmerzensgeld. Ja, aber dann steigt mein Anteil hoch. 10% haben wir abgemacht. Wir haben gesagt 200.000 minus 10%. Franz, das reicht doch völlig. Keine Bullen, schreiben Sie das auch. Polizei. So. Kein Netz? Wir sind jetzt hier kein Netz. Das ist hier die einzigste Stelle, wo wir Netz haben. Warte mal, Franz. Wir können jetzt noch einen Rückzieher machen. Rückzieher? Rainer ist ein Arsch, er hat es nicht anders verdient. Abschicken. Abschicken! So. Na, damit die uns nicht orten können. Und wie willst du ihn jetzt anrufen? Na, für jeden Kontakt ein neues Handy. Das sind aber Extrakosten. Ja. Ich wünschte wirklich, ich hätte bessere Nachrichten für Sie, aber so ist nun mal die Lage. Niemand dran? Vielleicht hat er die SMS nicht gekriegt. Ja, doch, die ist doch raus. Ja, und was ist, wenn er die Bullen gerufen hat? Halt, Chloe, nicht. Obwohl, zuzutrauen wär's dem Arsch, ja. Eben. Pass auf, was du sagst. Sie haben doch selber gesagt, dass er ein Arsch ist. Aber es ist mein Arsch. Ruf noch mal an. Hallo? Hallo? Hallo, mit wem spreche ich? Ernst Thälmann hier am Telefon. Könnte ich mal mit Herrn Krüger sprechen, bitte? Ich werde selbstverständlich dafür sorgen, dass Sie... Ein Herr Thälmann, ist es dringend. Es geht um Ihre Frau. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie meine SMS gekriegt? Was denn für eine SMS? Wer ist denn da? Was wollen Sie überhaupt von mir? Ich habe Ihre Frau entführt. 3 Millionen bis morgen. Ansonsten schicke ich sie in Einzelteilen zurück. Kapisch? Hören Sie mir jetzt gut zu. Wenn Sie meiner Frau auch nur ein Haar krümmen, dann... Gnade Ihnen Gott! Ist das klar? Ich bin ja nicht taub und jetzt hören Sie mir mal zu.
Hier wird niemand zu Schaden kommen, wenn Sie unseren Forderungen nachkommen. Also halten Sie für morgen besser die Kohle bereit. Und keine Polizei, damit das klar ist. Und kommen Sie ja nicht auf die dumme Idee, hier mit irgendwelchen Luxuskarossen anzufahren. Schön unauffällig, kapisch? Ich kann das Geld fürs Morgen nicht besorgen. Unmöglich. Ich brauche mehr Zeit. Rainer! Eva? Eva! Lass mich jetzt nicht im Stich! Haben Sie dir was getan? Du bist meine letzte Hoffnung! Da haben Sie es gehört. Also legen Sie besser einen Zahn zu. Gut. Ich werde alles Menschenmögliche tun, aber ich flehe Sie an. Bitte, bitte, bitte tun Sie meiner Frau nichts, ja? Ist alles in Ordnung? Ernst Hellmann, wie kann man denn so bescheuert sein? Meine Fresse, so ist eben meine Grundschule. Mir ist in der allerdings Besseres eingefallen. Ist ja wohl nicht so schlimm. Nein, jetzt hört doch mal auf zu streiten. Ich kann das so nicht. Was ist denn los? Ich mach das nicht. Ich mach das so nicht. Das ist jetzt, Hasi, jetzt warte doch mal. Was ist denn los? Und du hast doch mitgekriegt, wie der reagiert hat. Der liebt die doch. Das können wir doch nicht machen. Das ist doch vollkommener Käse. Sonst wird doch ruckizucki die Kohle überweisen. Der schwimmt in Geld. 3 Millionen, das ist für den Peanuts wieder. Was ist jetzt? Ich kann das nicht. Ich mach das nicht mit. Wir brechen die Aktion ab, Ende Gelände. Das geht nicht. Quasi jetzt nach Hause. Ich kann euch jetzt nicht einfach nach Hause fahren und sagen, April, ich wurde gar nicht entführt. Aber Sie können sagen, Sie sind weggelaufen. Oder Ihnen wird bestimmt was einfallen. Ja, hierbleiben geht auf jeden Fall nicht. Nee. Doch. Da kannst du einen kleinen Schritt zur Seite gehen. Du stehst nur ein bisschen in der Sonne. Und wenn ich sie einfach wegtrage, sie halbe Portion? Versuch's doch. Sie sind so ein... Ach, und weißt du was? Ein Kaffee. Schwarz. Das ist toll. Ja, das tust du nicht. Du bringst ja keinen Kaffee. Du bringst ja gar nichts. Mal sehen, wie schnell die sich vom Acker macht. Gold, Akt. Also gelenkig ist sie ja, das muss man ihr lassen. Hm. Hat bestimmt nur 34. Meinst du? Nee. So kleine Füße hat die nicht. Na, jedenfalls glaube ich nicht, dass es klappt mit dem Aushungern, Franz. Hm? Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass es klappt mit dem Aushungern. So dünn wie die ist. Abwarten. Was machst du jetzt? Wenn sie brav nach Hause fahren, würden sie einen abkriegen. Dann halt nicht. Wenn es nach mir ging, hätten sie draußen kampiert. Okay, wir machen wie abgemacht. 10% ohne Abzüge. Du dich einfach einsperren? Ja, klar. Eine Nacht Ruhe vor der Tussi. Ja, und was ist, wenn sie mal muss? Ach, Eva, was hattest du vor? Ja, du wolltest wahrscheinlich nach Paris zu deinem Startup. Guck mal, siehst du? Der Koffer da. Sie wollte verreisen. Da, 1815, das war mein Anruf. Sie wäre rangegangen. Aber wie oft wird sie dir das noch ansehen? Wir müssen die Polizei verständigen. Nein, auf gar keinen Fall. Keine Polizei, kein Risiko, verstanden?
Oh Gott, Eva. Wer weiß, was sie mit dir anstellen. Überleg noch mal, wer ist so sauer auf dich, dass er deine Frau entführen würde? Na, das war ja klar. Immer weiter, höher, schneller. Was kommt denn dabei heraus? Dann zahl halt. Hier, danke, bitte. Aber machen Sie bitte hin, ja? Wie nicht, dass Franz irgendwas mitkriegt. Schmeckt lecker. Du kannst richtig gut kochen. Danke. Ich habe mal im Figaro Kohlrouladen gegessen. Und die haben immerhin eine 3-Sterne-Küche. Die Kohlrouladen waren gut, aber im Vergleich zu deinen. Na ja. Aber ansonsten das Figaro. Ich liebe dieses Hotel. Ich lese dir jeden Wunsch von den Augen ab. Das muss man sich ab und zu einfach gönnen. Vorausgesetzt, man kann es sich leisten. Na ja. Was willst du? Ein Mädchen. Jacqueline. Oh, so französisch. Ja. Ich liebe Frankreich. Ich kann sogar ein bisschen Französisch, also un petit. Ach, du warst aber noch nie da. Naja, der Franz hat eine Scheune und der kauft Boote, macht sie wieder schön und wenn das Geschäft läuft, dann wollen wir hin. Hat er schon mal ein Boot verkauft? Ja. Ganz schön mutig von dir. Kind zu bekommen in deinem Alter. Wie alt bist du? 18? 21. 21. Hm. 21 schwanger und keine Perspektive. Ja. Warum sind sie denn eigentlich so gemein zu mir? Doch, Ida. Heulen hilft doch nicht. Weißt du, was wirklich hilft? Geld. Nein. Geld macht nicht glücklich. Das ist ein Märchen, das sie den Armen erzählen, damit sie nicht auf die Barrikaden gehen. Weißt du was? Ich verstehe dich nicht. Selbst wenn du den Typ nicht mehr liebst, was ich übrigens nicht glaube. Wie kann man denn eigentlich nur so böse zu jemand sein? Ich schulde dir gar nichts. Gar nichts. Ich meine, gut, du hast mich auf dem Schulhof aus ein paar misslichen Situationen rausgehauen, aber du hast mir auch ein paar sehr lukrative Anlagetipps gegeben. Aber... Aber was? Bei Geld hört die Freundschaft auf, ja? Ja, das heißt nein! Aber Freunde reden miteinander, wenn sie Probleme haben. Aber du willst ja immer der Gewinner sein. Rainer der Große, der sich keine Blöße gibt. Also gut, 2 Millionen. Aber den Rest musst du selbst zusammenkratzen. Und ich will eine Sicherheit. Ja? Frau Müller, ich... Nein, ich... Ich melde mich später, ja? Verdammt. Warum melden die sich nicht? Franz? Franz? Sag mal, du willst doch nicht wirklich nach Wolfsburg und Ida mit eurem Kind hier allein lassen. Naja, wenn man jung ist, hat man Träume, will sich verwirklichen. Ach, apropos, hat sie dir davon erzählt, dass sie davon träumt, nach Frankreich zu fahren? Wir haben uns vorhin ein bisschen unterhalten beim Essen. Und ich habe ihr von einem 5-Sterne-Hotel erzählt. Da haben ihre Augen geleuchtet. Jede Frau träumt vom Luxus. Ida doch nicht! Vielleicht erzählt sie dir nicht alle ihre Wünsche. Was denn für Wünsche, hä? Weil sie weiß, dass du sie nicht erfüllen kannst. Wenn sie nicht gehen, dann gehen eben wir. Aber wo wollt ihr denn hin? Ich schlage vor, dass wir jetzt alle mal zur Vernunft kommen. Raus. Jetzt habt ihr die Chance, was in eurem Leben zu verändern. Wirklich zu verändern. Ihr habt doch gar keinen Plan, wie es weitergeht. Ihr setzt ein Kind in die Welt ohne Sicherheit. Das kann doch nur schief gehen. Ihr seid so jung. In ein paar Jahren werdet ihr merken, dass ihr was ganz anderes vom Leben wollt. Und dann?
Was dann? Ich weiß, was dann passiert. Dann habt ihr dieses Kind, geht eure eigenen Wege und lasst es da stehen. Allein, verlassen. Franz ist aber nicht so. Der wird uns niemals verlassen. Kommst du, Ida? Ida! Wir wollten ihr euer Kind ernähren. Ohne Geld. Bist du dir sicher? Ich glaube ja. Was heißt denn glauben? Jetzt ist nicht mehr Bögen. Sicher oder nicht? Ja, sicher. Wir machen es. Frauen und die ganzen Hormone, ich glaube, ich spinne. Also wirklich jetzt? Gut. Er wird also in Buku mit dem Geld dazusteigen und es dann hier an irgendeiner Stelle hier aus dem fahrenden Zug schmeißen. Halt! Man kann nichts aus dem fahrenden Zug schmeißen. Na, ich bin mal Zug gefahren. Da konnte man die Fenster nicht öffnen. Deswegen ja die Kleinbahn, da ist es mit dem Rauswerfen kein Problem. So. Er sitzt also in der Bahn mit dem blauen Müllsack, wo das ganze Geld drin ist. Halt! Blauer Müllsack! Kein Mensch reist mit einem blauen Müllsack. Stimmt, Franz. Die sind doch immer blau. Ja, dann nimmt er halt einen Koffer. Ja, meinetwegen Koffer. Nee, aber der geht doch gar nicht. Ja, dann nimmt er halt einen anderen. Egal. Dann verstecken wir uns hinterm Gebüsch. Nicht wir, Icke. Ich werde mich hinter den Baum verstecken und Ida wird im Auto warten. Damit, falls einer die Polizei holt, dass sie sich vom Acker machen kann. Und wo bleib ich? Na, am Bahnhof in Müncheberg, wo sie auf Rainer warten. Was? Ich lasse euch doch nicht mit den 3 Millionen allein. Ich bin ja nicht verrückt. Meine Fresse. Geht aber nicht anders. Ich pass auf, dass nichts schief geht. Ich versprech's. Hoch und heilig. Gut, machen wir so. Gut. Dann nehmen wir uns unseren Anteil. 300.000 ohne Abzüge plus extra Ausjahren. Und der Rest wird für Sie in Buku im Hotel Sonnenschein geparkt. Zimmer Nummer 3. Gut, dann sind wir alle happy. Halt. Ich muss ihn doch nicht wirklich treffen. Ja, na klar, der alarmiert uns und sofort die Polizei. Ist eben die Arsch, wa? Ich hätte tot sein können. Haben Sie dir was getan? Warum hat es so lange gedauert? Es ging nicht schneller, wirklich nicht. Weißt du, wie lange 3 Tage sein können? Ja, komm, wir müssen sofort zur Polizei. Nein, nicht zur Polizei. Sie haben gedroht, mich umzubringen, wenn ich zur Polizei gehe. Aber es war so schrecklich. Ich hatte solche Angst. Ich hatte Todesangst. Ich möchte jetzt einfach nach Hause gehen, unter die warme Dusche und ab ins Bett. Und kannst du mir bitte ein Taxi rufen? Das brauchen wir nicht. Ich habe ein Fahrzeug in Buko.
Ich laufe dich jetzt nicht zu Fuß nach Buko. Kannst du mir ein Taxi rufen, bitte? Eva, ich habe kein Geld. Ich bin pleite, restlos. Die Villa ist auch weg. Was? Wie hast du denn das Lösegeld bezahlt, wenn du pleite bist? Pepe hat mir das Geld gegeben, also 2 Millionen. Aber dafür musste ich ihm die Villa überschreiben. Und ansonsten habe ich alles verschabelt, was sich verschabeln ließ. Die Möbel, die Gemälde, die Autos. Mein Cabrio auch? Ja. Alles weg? Aber so viel Geld kann doch nicht auf einmal verschwinden. Nicht auf einmal. Also, genau genommen hat die Talfahrt schon vor 2 Jahren begonnen. Vor 2 Jahren und du hast mir nichts gesagt? Ich habe bis zuletzt gehofft, ich krieg noch die Kurve, aber... Verstehst du jetzt wenigstens, warum ich auf die Einhaltung des Ehevertrages bestanden habe? Ich wollte dich nicht mit meinen Schulden belasten. Das kann doch kein Mensch ahnen. Eva, glaub mir, ich habe wirklich an allen Fronten gekämpft. Und es für dich behalten? Ich habe in eine Firma investiert, Luxusjachten in China. Dafür musste ich mit hohem Eigenkapital einsteigen, aber noch mehr Leverage durch die Banken. Ich meine, wer konnte denn ahnen, dass die chinesische Regierung die Einfuhr der Zuliefererteile stoppt? Hätte ich den Beizer auf der Charity-Party auf meine Seite gekriegt, dann wäre ich nicht in der Workout-Abteilung der Bank gelandet. Willst du damit sagen, ich bin schuld an dem ganzen Schlamassel? Nein, so habe ich das nicht gesagt, aber... Gib doch einfach mal zu, dass du einen Fehler gemacht hast. Fehler, das sagt sich so einfach. Wo ist denn eigentlich dein Auto? Das ist nicht dein Ernst. Ich dachte, wir fahren zu Pepe. Er hat uns angeboten, dass wir... Wir fahren nirgends zusammen hin. Ich fahre allein ins Hotel. Allein? Ja. Okay. Ich bezweifle, dass es hier ein Hotel gibt. Aber bitte, wie willst du es überhaupt bezahlen? Lass es mal meine Sorge sein. Na gut, ich fahre dich. Was ist jetzt los? Ich glaube, dir ist einfach ein bisschen kalt. Also morgen springt die sicher wieder an. Mach's gut. Mach's gut. Was soll das? Eva? Wo ist mein Geld? Na, wie ist es, auf der Verliererseite zu stehen? Eva! Eva, Eva.
Tja, hab sie wieder flott gekriegt. Ei. Warum bist du weg? Weil du weg warst. Ich war Kaffee holen. Pass auf, Rainer, wir machen das jetzt so. Wir fahren zum Bahnhof, du nimmst den nächsten Zug nach Berlin und ich nehme dieses Ding hier. Du? Ja. Warum? Ich habe noch was zu erledigen. Ah, was denn? Na, ich habe halt noch was zu erledigen. Tut mir leid, Eva. Ich kann dich hier nicht alleine herumirren lassen. Also raus mit der Sprache. Was hast du vor? Ich hol uns das Geld zurück. Oh, okay. Und wie willst du das anstellen? Vielleicht haben die Entführer ja das Geld in ihrem Haus versteckt. Du stehst ja noch unter Schock. Wir müssen was tun. Wir? Ja. Und wie wollen wir den Ort finden? Ich meine, du hattest doch die Augen verbunden. Akustisch. Ich orientiere mich akustisch. Gib mal hier. Lass uns losfahren. Au! Oh, Entschuldigung. Erstmal. Jetzt? Warte mal. Ah, links. Links. Mhm. Habe ich mir doch gedacht, dass keiner da ist. So habe ich mir immer das Ende der Welt vorgestellt. Tja, da hört dich keiner schreien. Herrlich, diese Stille. Ah, hab ihn. Sieht überhaupt nicht so aus, als würden hier Monster hausen. Schlicht, aber irgendwie gemütlich. Plumpsklo, Dusche im Freien. Dem ich gezwungen, im Kinderbett zu schlafen. Du weißt doch, wie viel Platz ich brauche. Sind Sie das? Keine Ahnung, ich hatte eine Augenbinde. Ah ja, stimmt. Sind ja fast noch Kinder. Ja, aber die waren stark. Wie sind die beiden bloß auf uns gekommen? Wie kamen die in unseren Garten? Ich meine, woher hatten die den Zugangscode für die Alarmanlage? Ja, das ist gespenstisch, ich weiß. Weißt du was, ich schlage vor, ich suche hier drin und du suchst jetzt mal draußen. Eva? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die dich entführt haben. Hier. Der Betrieb war vollkommen unrentabel, aber das Land war was wert. Dann haben die alle wegen dir ihre Arbeit verloren. Jetzt weiß ich ja, wem ich den Schlamassel zu verdanken habe. Bist du dem Jungen da schon mal begegnet? Ja, neulich beim Friseur. Hier drin ist nichts. Hast du draußen alles abgesucht? Nicht alles. Jetzt hau hier mal. Und?
Nichts. Vielleicht haben sie es ja doch mitgenommen. Vielleicht. So ein Mist. Obwohl, meine Oma, die hat damals ihr Tafelsilber vergraben. Vielleicht in dem Haufen da? Dafür brauche ich andere Schuhe. Sag mal. Mein Ischias. Du weißt schon, dass wir arm sind, wenn wir hier nichts finden. Arm und obdachlos. Ja, arm und obdachlos. Ganz recht, Eva. Denn wenn du diese Entführung nicht inszeniert hättest, dann hätten wir jetzt wenigstens noch ein Zuhause. Nicht wahr? Was? Woher weißt denn du... Komm, jetzt mal raus mit der Sprache. Was ist denn schiefgelaufen? Sind die Entführer mit dem Lösegeld abgehauen? Du machst mich hier zum Affen? Hast du wenigstens Spaß? Ein bisschen. Du bist so ein ignoranter, selbstgefälliger. Gleichstand, Schatz. Wer seid ihr zwei denn? Verwandtschaft. Ja, spontaner Besuch. Und jetzt ist niemand da. Wissen Sie zufällig, wann Franz und Ida wiederkommen? Oder wo sie gerade stecken? Sind eine Weile weg. Was wird das denn hier? Wir graben mal um. Ja, war dringend nötig. Alles klar. Dann könnt ihr jetzt die Hühner versorgen. Zweimal am Tag Körnerfutter und abends einschließen. Sonst holt sie der Fuchs. Wenn irgendwas ist, findet ihr mich in der Linde. Ja, dem hiesigen Restaurant? Ich kenn dich irgendwoher. Das sind alle Weltsgesicht. Restaurant. Arsch. Miststück. Nobody got it, you like me. Nobody got this history. The good times and the hard times. In the wild time we've been through, nobody got a me like you. And I ain't much, but this much is true. No one does that do like we do. I try to keep you guessing and you still got me confused. No one does that do like we do. Hast du noch Geld? Geld? Oh, tut mir leid, aber mein letztes Geld ist für Kaffee und, ach ja, das Lösegeld draufgegangen. Wieso? Wir müssen in die Linde. Gute Idee. Die Ureinwohner wissen bestimmt, wo die beiden stecken. Doof nur, dass sie sich nicht mehr mit Glasmurmeln abspeisen lassen. Trotzdem, viel Glück. Oh, dieses Vieh geht mir sowas von auf die Nerven. Eva, bitte, bitte tu's nicht. Ja, fast 20 Euro. Mann, das ist Geld fürs Kind. Guck mal hier, noch zwei. Guten Abend. Das kann ja weiter werden. Du hättest ja nicht mitkommen müssen. Hey. Zwei Bier, zwei Schnaps. Aus dem kriegen wir doch nie was raus. Danke. Nicht, ob mein Magen das aushält, aber ich bin... Okay.
Komm, wir spielen. Lass es, lieber Eva. Du hast eh keine Chance. Das weißt du doch. Nicht schlecht. Hast du geübt? Das letzte Mal. Du hast mich immer unterschätzt. Offenbar. Bist du nicht der Einzige? Auf Franz, hat er eigentlich mal irgendwas erwähnt, dass er verreisen würde oder so? Nö. Wo soll er denn hin? Hat er ja alles, was er braucht. Ich kenne dich irgendwoher. Zwei Korn bitte noch. Gerda? Sagt mal. Wie genau seid ihr jetzt eigentlich mit Franz verwandt? Er ist sein Onkel. Weg. Ja, Onkel Rainer sozusagen. Komisch, ich dachte immer, Franz hat ja keine Verwandtschaft. Hat er auch nicht. Aber dann haben wir plötzlich erfahren, dass er einen Neffen hat. Und da sind wir. Ja, es geht um eine Erbschaft. Viel saß da? Ein bisschen was. Er verdient hätte er, ja. Der Junge hatte nicht gerade den einfachsten Start. Hat geklaut und so Sachen. Ist einiges schiefgelaufen in seinem Leben. Aber dann hat er Ida kennengelernt und dann ist er solide geworden. Ich sag's ja mal, die richtige Frau und alles flutscht. Franz hat eine Ausbildung bei Calais gemacht zum Bootsbauer. Ja, war ein begabtes Kerlchen. Ich hatte eine Werft am Unteruckersee, aber dann ist irgend so ein Heini dahergekommen. Kalle, und dann lass gut sein jetzt. So. Ja, na, ist ja gut. Zeigen bitte. Ja. Warum hast du mich all die Jahre gewinnen lassen? Weil du ein schlechter Verlierer bist. Ich habe eine Weile mit Billardspielen mein Geld verdient. Klingt romantisch, war es aber nicht. Du hast was? Was hast du denn noch für Geheimnisse? Was gibt es denn noch alles, was ich nicht weiß? Ist doch egal, ist Vergangenheit. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Natürlich spielt die Vergangenheit eine Rolle. Und es spielt eine Rolle, dass du Geheimnisse vor mir hast. Hättest du mir von deinem Desaster erzählt, dann hätte ich den Jungen nicht anheuern müssen. Na, jetzt schieb's doch nicht auf den. Der Junge hat das aus Verzweiflung getan. Das kann ich sogar verstehen. Aber du... Für den hast du Verständnis. Aber hast du dich ein einziges Mal gefragt, wie es mir in den letzten beiden Jahren gegangen ist? So viel kann man gar nicht schocken. Du hast ja nichts gesagt. Du hast nichts gesagt. Wir waren von heute auf morgen pleite und du wolltest dich scheiden lassen. Hätte ich dir gesagt, dass ich pleite bin, dann wärst du doch längst weg. Allerdings. Vergangenheit spielt keine Rolle. So ein Quatsch. Eva? Eva? Verstehe. Du redest mal wieder nicht mit mir. Ist ja typisch. Aber so funktioniert das nicht. In einer Beziehung redet man miteinander. Oder man streitet sich. Egal. Hauptsache, man tauscht sich aus. Verstehst du nicht, diese Tage hier, die sind ein Geschenk, eine Chance für uns. Aber dafür müssen wir offen zueinander sein. Mein Gott, ich weiß ja noch nicht mal, ob du mich noch liebst. Das hast du noch nie gesagt.
Eva, sag doch was. Oh, so ein Mist. Dusche ist kaputt. Nichts funktioniert hier. Ist noch was? Was? Ich, da. Gute Nacht. Huhuhu, ist das geil, wie der abgeht, Hase. Mal bitte, Franz, fahr langsam, ich kotze gleich. Jetzt hab dich nicht so. Mann, Jackie strampelt schon wie verrückt. Oh, danke. Okay, jetzt hast du mal gesehen, wie so ein Ding fährt und jetzt gehen wir es zurück, ja? Warum eigentlich? Warum? Weil wir ein Auto haben. Außerdem, ist dir mal aufgefallen, dass es ein Zweisitzer ist? Nur noch kotzübel. Ida. Jetzt essen wir erstmal feinet, ja? Und trinken Champagner. Was? Du mich doch nicht, Franz. Das ist Champagner, das muss man noch mal probiert haben, Hase. Und komm, so ein Stückchen, das schadet doch nicht. Ein ganz kleines. Okay. Auf unser neues Leben. Sauer. Besser. Haben Sie schon gewählt? Ach so, ja, genau. Ich verstehe dieses Französisch hier nicht. Ich möchte gern Kurulan. Tut mir leid, Hausmannskost führen wir hier nicht. Hä? Eva meint, es gibt hier die besten Kurulan der Welt. Das ist doch nicht so schlimm. Hier gibt es doch tausend Sachen, die auch super sind. Das ist doch blöd, ey. Das macht doch hier alles keinen Sinn mehr. Der Schlüssel steckt, wenn du fahren willst. Warum machst du das? Ist das so eine Art Wiedergutmachung, weil du den beiden das Leben versaut hast? Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und weil ich Mutter liebe. Seit wann? Schon immer. Warum hast du dir dann nie ein Boot gekauft? Was? Weil du nicht schwimmen kannst. Hey, Klüber, du elende Holzschrecke! Wusste ich doch, dass ich dich schon mal gesehen hab. Wusste ich's doch! Du hast meinen Betrieb kaputt gemacht. Du hast ihn kaputt gemacht. Du konntest einen Hals nicht voll genug kriegen, wa? Wie hast du nur den Fritzen vom Amt dazu gebracht, das Land als Bauland erklären zu lassen, wa? Wen hast du da geschmiert? Na, sag mal, hä? Du. Ihr verschwindet hier, damit das klar ist. Morgen komme ich wieder. Und zwar nicht alleine. Und Finger weg von Franz sein Boot. Es muss ein Scheißgefühl sein, wenn einen alle hassen. Ich würde es gerne fahren. Du hattest recht. Es ist wirklich scheiße, wenn alle einen hassen. Wir tun so, als hätten wir unser ganzes Leben noch vor uns. Dabei ist die Hälfte unseres Lebens doch längst vorbei. Bei dir.
Die Italiener haben ein Sprichwort. Wenn das Schachspiel zu Ende ist, kommen alle Figuren in dieselbe Kiste. So geht's nicht weiter, Eva. Es muss sich was ändern. Und was? Keine Ahnung. Aber irgendwas muss sich ändern. Wo hat uns dieser ganze Wahnsinn denn hingebracht? Schau uns doch bloß an. Franz, ich finde, wir sollten das Geld nicht so auf den Kopf hauen. Wenn wir das, was wir in den letzten zwei Tagen ausgegeben haben, davon könnten wir ein halbes Jahr leben. Locker. Hase, wir müssen umdenken. Größer denken. Ab jetzt ist alles möglich. Weißt du, wenn uns das zum Beispiel in Frankreich oder wo ihr fällt, dann bleiben wir da einfach. Kriegt Jackie Französisch noch mit? Das wäre doch was, ha? Nee, Franz. Ankicken ja. Aber doch nicht bleiben. Wie? Davon soll ich jetzt satt werden, oder was? Machen die einen Lärm? Ja, am lautesten Quark kriegt ihr schon zu Fröschen. Ganz schön anstrengend, kann ich dir sagen. Ja, ist aber auch anstrengend, denen zuzuhören. Vor allem, wenn die sich so aufblähen und so belangloses Zeug daher quaken. Das müssen sie doch, um dem Weibchen zu imponieren. Und wenn es drauf ankommt, sitzt man da allein mit seinen Eiern. Als Fröschen. Du hast mir nie von deinem Vater erzählt. Was passiert damals? Für uns gemacht, Hase, für dich. Für mich? Franz, wenn wir das behalten, dann können wir nie wieder zurück. Ist dir das überhaupt klar? Wir können jetzt endlich alles machen, was wir uns schon immer gewünscht haben. Mann, sie wird es doch niemals auf sich sitzen lassen. Als ob die alte Hexe zur Polizei rennt. Jetzt denk doch mal nach. Das weißt du doch nicht. Mann. Sieh dir das doch mal an. Guck mal. Ja! Die Welt steht uns offen. Damit können wir jetzt von ganz von vorne anfangen. Mann, Franz, warum lügst du mich überhaupt an? Sollte eine Überraschung werden. Mhm. Ida? Ja. Hallo, hallo, Entschuldigung. Kein Problem. Wir werden Ihren Koffer. Entschuldigung, haben Sie meine Freundin gesehen? Moment. Natürlich, wir werden Ihren Koffer probieren. Ja. So eine kleine blonde, silberne ja. Kleidchen. Entschuldigen Sie bitte. Natürlich. Scheiße, wir haben vorhin gestritten, dann ist sie einfach weg. Ja. Es ist 11 Uhr nachts. Die kennen in der Stadt keine Sau und die ist schwanger. Oh Gott, das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir auch leid. Verzeihen Sie bitte. Die Koffer werden besorgen. Natürlich. Oh. Alles okay? Ja. Gut, ich geh dann mal. Wo? Jetzt haben wir 15 Jahre in einem Bett geschlafen. Da kommt es auch auf die eine Nacht mehr oder weniger auch nicht an. Gute Nacht.
Ich konnte dir nichts sagen. Ich hatte Angst, dich zu verlieren. Damit hätte ich nicht leben können. Mein Vater hat mir auch mal so ein Kinderbett gebaut. Ein richtiges Prinzessinnenbett. Und er wollte mir Schwimmen beibringen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da gestanden bin. Ich war 5. Schwimmflügel an beiden Armen. Wache weg. Und ist nicht mehr wiedergekommen. Warum bleiben wir nicht einfach hier und warten, bis die beiden wiederkommen? Verhungern werden wir nicht. Hier gibt es alles, was wir brauchen. Gemüse, Eier, Obst. Und was wartet schon auf uns? Scheidung und Obdachlosigkeit. Eben. Sag mal, was ist, wenn die wirklich nicht wiederkommen und unser Geld verballern? Keine Sorge, die kommen wieder. Sowas wie das Boot da, das lässt man nicht allein. Machen Sie ihn hier. Wo ist unser Lösegeld? Rainer? Rainer Klüber? Hör zu. Ihr gebt uns das Geld zurück und wir erstatten keine Anzeige. Wer bin ich denn? Kann ich Ihren bieten, nicht? Arbeit. Boote, das ist ein nettes Hobby, aber funktioniert ja sowieso nicht. Mhm. Scheiß Geld. Also. Franz! Ida! Ich wollte einfach nur nach Hause und dann habe ich dich nicht mehr gefunden. Dann dachte ich, du bist mit dem ganzen Geld abgehauen. Da habe ich meine Tasche verloren. Zumindest das hätte sich schon mal geklärt. Dann begleiche ich unsere Schulden und wir fangen noch mal ganz von vorne an. Das bekommst du wieder hin. Klar. Wir haben doch bisher jede Katastrophe überstanden. Und dann wird endlich wieder alles so, wie es immer war. So, wie es immer war? Hm. Nein. Ich will doch nicht für den Rest meines Lebens vom Geld getrieben werden. Eva, lass uns unser Leben umkrempeln. Lass uns... Umkrempeln? Warum denn umkrempeln? Das ist doch perfekt. Wer hat denn perfektes Leben? Perfekt? Wir waren doch nicht glücklich. Also, ich war nicht glücklich. Ich schon. Ja, dann. Warte!
Wo willst du jetzt hin? Weiß ich nicht. Du kannst mich doch nicht einfach hier sitzen lassen. Eva, was liebst du eigentlich? Mich oder das Geld? Von Gefühlen allein kann man doch nicht leben. Wie war der Deal? Du frei und schön, ich reich und viel weg. Jetzt bist du frei, schön und reich. Und ich bin weg. Die eigene Entführung vortäuschen, Eva, du bist großartig. Ich habe ja als Anwalt schon einiges erlebt, aber das ist wirklich... Pepe, hör auf zu lachen. Das war eine Verzweiflungstat. Oh Mann, hätte ich ihm bloß nichts erzählt. Endlich einer, der Rainer Paroli bietet. Hat er verdient. Ich bin gespannt auf sein Gesicht. Du behältst es für dich. Das meine ich im Ernst. Ja gut, in Ordnung. Ich halte die Klappe, versprochen. Gut. Oh Mann. So, hier ist die Trennungsvereinbarung. Einfach unterschreiben und du bist ihn ein für alle Mal los. Rainer hat ja noch gar nicht unterschrieben. Er hat sein eigenes Exemplar. Schon seit 2 Wochen. Ich habe ihn schon mehrfach angemahnt. Mhm. Was ist los, Eva? Oh, gerade ein bisschen schwierig. Mein Start-up kann nicht in Produktion gehen, wenn ich nicht Geld nachschieße. Oh ja, Start-up, das ganze Risiko. Das wäre nichts für mich. Übrigens, wegen Rainer brauchst du keine Sorgen mehr zu machen. Er ist bereits back in business. Hab bei der Fireland Private Equity angeheuert. Spekulanten der übelsten Sorte, wenn du mich fragst. Deine Firma gibt heute Abend einen kleinen Empfang. Ich werde hingehen und ihm wegen der Unterschrift auf die Füße treten. Also, wenn ihm einer auf die Füße tritt, dann bin ja wohl ich das. Irgendwann muss es ja mal unterschrieben werden. Das heißt, du kommst mit? Ja. Prima. Pepe Benning und Begleitung. Ah, ja. Herzlich willkommen. Vielleicht kannst du hier ein paar Investoren für dein Startup auftreiben. Wenn jemand Geld übrig hat, dann die hier. Oh, ein Klient von mir. Ganz kurz. Oh, ich nehme eins, danke. High Heels? Ja. Fliegen zum Mond, bauen selbstfahrende Autos, erfinden Mittel gegen Krebs. Aber High Heels, auf denen Frau laufen kann. Die sind schon erfunden. Ja, machen Sie mir ein Angebot, Herr Balzer. Ich melde mich dann bei Ihnen. Es kann allerdings ein bisschen dauern. Ich habe ein Start-up, das sich genau um die Entwicklung kümmert. Der bequeme High Heel. Geben Sie mal hin. Die Technologie bietet ultimative Auftrittsdämpfung. Was an Hunderten von kleinen Lufttaschen liegt, die in die Sohle eingebaut sind und wie ein Polster wirken, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du? Du siehst fantastisch aus. Du auch. Entschuldigung. Ihr kennt euch bereits? Nein, nicht wirklich. Ah, Eva Klüber, meine Frau, und Isabel von Grubenow, meine Chefin. Ich dachte, du bist geschieden. Fast gestatten, Pepe Benning. Freund und Scheidungsanwalt der beiden. Rainer, danke für die Einladung. Nettes Ambiente. Gern. Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich darüber bin, Ihren Mann, Entschuldigung, Ex-Mann, für unser Unternehmen in New York gewonnen zu haben. Ja, so kann's gehen. Gratuliere. Wir fahren nach Afrika. Lombodo Lodge. Lombodo Lodge? Ihr
Beide? Ja. Champagner und Hyänen. Fast wie hier. Ach, und Pepe investiert in mein Startup. Das ist aber mutig. Mhm. Mutig ist er, mutig ist er. Und ihr also New York? Hm. Da sind Sie offensichtlich auf der Suche nach einem Mann, der Millionen versenken kann. Die Branche vergisst schnell. Naja, manches möchte sie gar nicht erst wissen. Ich gehe mal auf die Toilette. Ja. Peter? Ernsthaft? Du willst mich wirklich gegen Peter austauschen? Du hast dir auch nicht schwer getan, einen Ersatz zu finden. Ich? Isabel, das ist doch Quatsch. Außerdem, darum geht's doch gar nicht. Eva, begreif doch, Geld ist keine Sicherheit. Weißt du, was du hast? Du hast Angst vorm Leben. Du wolltest dein Leben umkrempeln. Was bitte ist denn hier umgekrempelt? Ist doch alles noch so wie vorher. Du fängst bei diesen Heuschrecken an. Warum wohl? Ach, hier bist du. Gut, du, der Dren von Dren & Partners ist eben gerade gegangen. Du hast aber schon noch mit ihm über den Businessplan gesprochen, oder? Someone else while giving days to those who really love you. Don't be a fool like me and give your life to someone else while faking love to those who really love you. Why couldn't I have lies, gravity of telling lies, whose weight now shows upon your faceless smile. I know your heart now and before, I won't do it anymore, trust in me for Eva, mit dir in Afrika, das wäre wunderschön, aber auch ganz schön schmutzig. Ich meine, Afrika an sich ist Eva. Huch! Ich will nicht nach Afrika. Ich auch nicht. Hier, Trennungsvereinbarung, unterschrieben. Prima, ist ja alles klar. Wo willst du denn hin? Ich wollte dir was sagen, ich wollte dir einen Vorschlag machen. Ich kann jetzt nicht. Geh schwimmen. Ich fahr dich. Die gesamte Summe. Ja, die Villa hat sich sehr gut verkauft. In der Start-up. Genau. Dankeschön. Ich mache Geschäfte und lerne schwimmen. Musst du nicht verstehen. Lieber, warte mal. Du musst doch nicht alles alleine machen. Es gibt möglicherweise noch andere Optionen. Ich meine, wir zwei verstehen uns blind. Wir kommen aus demselben Stall. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Wir haben immer um alles kämpfen müssen, nicht wie Rainer. Ich könnte auch in dein Startup investieren. Und mit dir zusammen nach Afrika, das wäre einfach wunderbar. Also trotz der ganzen Insekten und Krankheiten und... Machst du mir gerade einen Antrag? Das mit uns beiden, das wäre doch ganz angenehm, oder? Bei mir hättest du alles, was du immer wolltest. Ich frei und schön, du reich und viel weg. Ich meine natürlich umgekehrt, also... Nein, sag jetzt nichts, Eva. Geh erstmal schwimmen, dann ruhst du dich aus und dann denkst du drüber nach. Okay. Thank you.
immer noch da? Der ist abgereist. Guten Tag, wir im Hotel. Was kann ich für Sie tun? Entschuldigung, ganz kurz. Entschuldigung, könnten Sie bitte die Schuhe vom Tisch nehmen? Ach, sagen Sie, wissen Sie, wo Rainer ist? Ich dachte, der sei mit Ihnen. Ja, das wollte er auch, aber anscheinend hat er seine Meinung geändert. Ich dachte, vielleicht wegen Ihnen. Nein. Gut. Das können wir einrichten. Ja. Sehr, sehr gerne. Natürlich. Ja. Entschuldigung. Was machen Sie da? Ein bisschen nach links, warte. Vorsicht. So. Gut. Festhalten, komm, festhalten. Jetzt gegendrücken. Was willst du denn hier? Ich wollte fragen, ob ich hier arbeiten kann. Besser, du verschwindest hier. Aber ganz fix. Aber festhalten! Na gut. Wieder links. Ida? Eva! Ist Rainer hier? Ja, die wollen ein Boot überführen. Rainer? Eva! Was willst du denn hier? Ich will dir was sagen! Es gibt nichts mehr zu sagen! Eva? Was machst du denn da? Hart an Wind, wa? Was macht die denn da? Rainer! Glaubt die kann auf dem Wasser laufen oder was? Rainer! Warte, Eva! Ich Rainer! Ich hab nachgedacht! Sicherheit! Ich will mit dir leben! Egal wo! Mann, was machst du denn da? Du bist total verrückt geworden. Ich liebe dich. Franz, sag das nochmal. Ich liebe dich. Oh Gott, es geht los. Franz, es geht los! Was? Die Fruchtblase ist geplatzt! Oh, sie kommen, warte auf mich! Beeil dich! Ich warte im Auto! High Heel. Sag mal, High Heel. Hm? Oder noch viel wichtiger eigentlich. Pieptoe. Pieptoe. Piep. Ja, ja. Sie hat Pieptoe gesagt. Was? Franz, Jackie hat dir erst ein Wort gesagt. Pieptoe. Pieptoe soll nicht sein, Pieptoe. Oh, das ist meins. Ups. Eva Klüber?
Ja? Ja. Danke. Ja, bis dann. Was ist denn los? Was passiert? Mein Start-up ist durch die Decke gegangen. 2 Millionen und kein Ende in Sicht. Oh, scheiße. Wir sind reich. Hm?